It's big. It's a big, big church. Future church, yes. So how many people are Catholic? They are all Catholic in the area? No. How many people about come membership from? Now, Kwana? You're Catholic. 600 to 700. Do you think, considering the number of parishioners, was it absolutely necessary to build such a big church? It's in foresight. I think it's in foresight of the movement. The movement. Anticipating the movement. Das erinnert mich sehr an die Baumeister der großen Kathedralen im Mittelalter. Sie haben ähnlich gedacht. Sie haben nicht nur für sich selbst und ihre Umgebung Kapellen gebaut. Aus ihrem Glauben heraus haben sie für spätere Generationen gebaut, die sie selbst nicht mehr erleben würden. Nigeria ist mit 130 Millionen Einwohnern das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas. Nur 20% der Bevölkerung sind Katholiken. Diese sind jedoch gebildet und haben einen gewissen Einfluss. Die Kirche nimmt sich der Bedürftigen an, der Armen, der von der Gesellschaft im Stich gelassenen, und das sind in Nigeria viele. Oft übernimmt sie auch Aufgaben, die der Staat vernachlässigt, insbesondere bei der Bildung. Außerdem evangelisiert sie ein riesiges Land, in dem es keine Straßen gibt und in dem Millionen Stammesangehörige noch nie von Jesus gehört haben. Es gibt hier zwei Welten. Hier in Jos ist es besser, aber draußen im Busch ist es hart. Ich versuche, die Wochenenden in den Dörfern zu verbringen, wo es kein Licht, kein Wasser, nichts gibt. Ich möchte mich mit den Menschen identifizieren. Ich möchte ihnen zeigen, dass die Kirche ihnen beisteht und ihre Hoffnung ist. Wir haben keine Kirche, aber wir haben ein vorläufiges Zelt und zwei, drei Familien. Das ist eine Kirche. In ein oder zwei Jahren können wir vielleicht ein Lehmhaus mit Grasdach bauen. Die größte Herausforderung für die Kirche ist jedoch nicht die fehlende Infrastruktur, sondern der steigende Einfluss des Islam. Eines Islam, der sich radikal gegen den Katholizismus stellt. Im Norden haben Muslime die Mehrheit und bestimmen die Gesetze. Es gibt Regionen, in denen die Scharia eingeführt wurde, die jegliche öffentliche Ausübung einer anderen Religion verbietet, und im noch katholischen Süden wächst der Einfluss des Islam. Das ist die pastorale und missionarische Herausforderung. Wenn wir anerkennen, dass Muslime das Recht haben, ihre Religion zu verbreiten, sehen wir die Islamisierung nicht als ein Verbrechen oder etwas Schlimmes an. Aber der Einsatz der Muslime, die Nigerianer zu bekehren, sollte uns dazu auffordern, uns selbst auch mehr um Christianisierung zu bemühen. Wir nennen es Evangelisierung. Ich fordere meine Priester dazu auf, auch auf Nichtchristen zuzugehen, auf Muslime. Ich sage meinen Seminaristen, dass sie offen sein sollen, offen für die Menschen. Das ist schwierig, das ist gefährlich, aber unser Glaube lehrt es uns. Wir müssen unseren Heiligen Vater nachahmen, der auf die Menschen zugeht, mit ihnen spricht. Selbst wenn wir dafür unser Leben riskieren und große Opfer bringen müssen. Ich sehe, dass unser Volk wirklich viel Hilfe benötigt. Die meisten gehören Stammesreligionen an. Und ich habe überlegt, was ich tun kann, um ihnen zu helfen, wie ich ihnen dienen könnte. Deshalb habe ich mich auch entschieden, Diözesanpriester zu werden. Vor 20 Jahren starb mein Vater. Ein Priester nahm mich auf und unterrichtete mich bis zur Sekundarstufe. Ich erkannte, dass Gott mir auf verschiedene Weise geholfen hatte. Das hat mich auch bewogen, ins Priesterseminar einzutreten. In Bezug auf Priesterberufungen ist Nigeria einzigartig. Es hat von allen afrikanischen Ländern eindeutig die größte Anzahl Priester und Seminaristen. Das größte Priesterseminar im Süden, in Baden,
hat allein 750 Seminaristen. Im Norden ist die Lage natürlich anders. Aber es gibt dort nicht weniger Berufungen. Wir waren sehr erstaunt, dass in dem Priesterseminar in Makoudi 400 Seminaristen sind. In Jor sind es etwa 250 und 200 in Kaduna, in dem neuen Priesterseminar, das sich noch im Bau befindet. Die Anzahl der Berufungen ist also kaum geringer. Der materielle Unterschied zwischen den Priesterseminaren im Norden und im Süden ist allerdings enorm, wie Tag und Nacht. Diese Berufungen kann man nicht natürlich erklären. Sie kommen von Gott. Manche, vor allem im Ausland, sagen, sie treten ins Priesterseminar ein, weil sie arm sind, weil sie damit ihren sozialen Status verbessern können. Wer das sagt, hat es noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Die meisten bitten nicht um Aufnahme, weil sie sonst nirgends hingehen könnten. Viele kommen aus wohlhabenden Familien. Einige könnten sogar im Ausland studieren. Also ist es der Heilige Geist. Dass in Nigeria der Heilige Geist besonders stark in der Kirche wirkt, ist offensichtlich. Man erkennt, dass Gott einen besonderen Plan mit Nigeria hat. Für dessen Verwirklichung braucht er jedoch Unterstützung. Mit den Jahren stieg die Zahl der Berufungen. Ich bin seit 3 Jahren hier und jedes Jahr kamen ungefähr 30 Studenten mehr. In diesem akademischen Jahr leben hier 231 Seminaristen. Dort drüben ist das Studentenheim. Im Moment leben hier 65 Studenten, 2 bis 3 in einem Zimmer. Wenn im Oktober neue Studenten kommen, brauchen wir ein neues Studentenheim. Es werden 35 bis 40 Studenten kommen und dafür ist das Haus zu klein. Wir hoffen also, dass wir hier ein neues Wohnheim bekommen, aber wir wissen noch nicht, wie. Jedes Jahr erhalten wir viele Anfragen von Studenten, die Priester werden wollen. Natürlich müssen wir genau prüfen, ob jemand geeignet ist oder nicht. Aber leider erhalten wir zu viele Anfragen. Hier in dieser Erzdiözese haben wir mehr als 30 Anfragen von Studenten, die gerne Priester werden möchten, weil Priester gebraucht werden. Aber dann können wir nur 7 oder 10 höchstens zulassen. Nicht, weil wir genug Priester hätten, sondern weil wir die materiellen Mittel nicht haben. Man möchte sie nicht einfach wegschicken, weil man nicht sagen kann, dass wir zu viele Priester haben. Wir brauchen sie immer. Aber wie sollen wir sie bei einer so großen Zahl angemessen ausbilden? Das ist unser Problem. Man braucht einen Mindeststandard, damit ein normaler Studienbetrieb möglich ist. Ein ordentliches Zimmer, Belüftung, weil es sehr heiß ist, und eine Bibliothek, die regelmäßig aktualisiert wird. Viele Priesterseminare können diesen Mindeststandard nicht bieten, vor allem nicht in Nordnigeria. Die Priesterweihe wird nach dem 9. Studienjahr gespendet. So lange sind die Seminaristen für ihren Unterhalt ganz auf die Ortskirche angewiesen. Die Bischöfe tun, was sie können, um ihre Priesterseminare zu unterstützen, aber die Diözesen können das nicht leisten. Eine Verkürzung der Ausbildung und ein niedrigeres Studienniveau wären jedoch auch nicht akzeptabel. Unsere Ausbildung hat 5 Schwerpunkte: Wissensvermittlung, Spiritualität, menschliche Entwicklung, Pastoral und Mission. Und es bleibt bei pastoraler und missionarischer Ausbildung nicht theoretisch. Wir sind der Meinung, dass man das Gelernte auch in die Praxis umsetzen muss. Wir schicken die Studenten in Krankenhäuser, Schulen oder Gefängnisse, damit sie vielen Menschen mit unterschiedlichen Nöten begegnen und von ihnen lernen.
Ich habe die Zeichensprache kennengelernt, als ich im Priesterseminar St. Augustin war. Es gibt hier nämlich eine Vereinigung für Taubstumme. Und als ich das sah, begann ich mich dafür zu interessieren. Und mein Interesse wurde stärker, als die Vereinigung einen Besuch in der Schule machte. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Taubstumme an einem Ort sein könnten, bis ich hierher kam und sie sah. Also habe ich weitergemacht. Freunde waren es dann schließlich, die, als sie hier zu Besuch waren, mich ermutigten und bestärkten, noch mehr in diese Aufgabe zu investieren. Spiritual vessel. Pray for us. Vessel of honor. Pray for us. Singular vessel of devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Tower of David. We remain ever grateful to God. Wir sind Gott und unseren ausländischen Wohltätern sehr dankbar, weil sie die Kirche in Nigeria und unsere Priesterseminare so sehr unterstützen. To our seminaries, and I would say, if not for this foreign aid, I think we would have been way, way, way back. Wenn wir die Hilfe aus dem Ausland nicht hätten, wären wir noch nicht so weit und hätten vieles noch nicht erreicht. Donors and benefactors, we pray for them always. Ich möchte mich gerne bei der Studienleitung bedanken und bei Ihnen, die Sie hierher gekommen sind, um uns in unserem Weg zu bestärken. Ich glaube, dass es Seminaristen nach uns noch besser haben werden. Ich habe den Eindruck, dass Gott die Kirche in Nigeria auf eine große Mission vorbereitet. Zunächst die Evangelisierung dieses Landes, 140 Millionen Menschen, um eine Kirche aufzubauen, die ständig Zeugnis von der Botschaft Jesu gibt. Wir sind nicht die einzigen Christen in Nigeria, aber wir wissen, dass wir wichtig sind. Und was wir tun, ist sehr notwendig, sehr wichtig. Außerdem müssen wir die Berufungen auch im Hinblick auf andere Länder sehen, als unsere Verantwortung für die Missio Agentes und Missionare in andere Länder schicken.